Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mit dir ein paar Kakteen für dein Bullet Journal malen. Dafür brauchst du einmal natürlich ein Bullet Journal. Ich habe hier das Scribbles That Matter. Dann ein Tombow Dual Brush Pen. Ich schreibe hier immer die Nummer daneben, dann weißt du, welche Farbe das genau ist. Ein Micron Fineliner. Dann noch einen weißen Edding. Ja, und dann können wir auch schon loslegen. Ich beginne hier mal mit der Überschrift. Ja, dieses Plant kommt erstmal ganz oben hin. Ich male mit der breiten Seite des Tombow-Stifts und setze dann noch eine andere Farbe, also eine zweite, hier mit rein. Und dann haben wir hinterher einen schönen Übergang. Ja. Ich kann das noch ein bisschen mehr vermischen, wenn ich das möchte. Das ist natürlich das Schöne an diesen Dual Brush Pens. Ja. Man kann das theoretisch auch noch mit einem bisschen Wasser machen. Ja, und dann kriege ich das Ganze noch ein bisschen Schatten. Ja. Deswegen male ich jetzt hier nochmal so entlang. Es gibt so ein bisschen Plastizität einfach rein. Ja, und dann sieht das auch ganz hübsch aus. Ich möchte jetzt mit dem weißen Edding noch so ein paar Glanzlichter setzen. Das Problem ist, dass die Farbe noch relativ feucht ist und du siehst, ja, ich habe hier, das ist nicht so ganz so einfach, dann hier mit dem Edding reinzumalen. Deswegen entweder hartnäckig weiter versuchen oder eben noch ein bisschen warten, bis das Ganze getrocknet ist und ja, sich richtig ins Papier eingegeben hat. Dann wird es leichter. Ja, du siehst schon, es wird jetzt schon leichter, aber es geht noch besser. Jetzt kommt hier einfach noch das Wort Doodles drunter. Ich dachte, das sieht dann ein bisschen vollständiger aus einfach, weil letztendlich ist das eine Seite in meinem Bullet Journal. Da habe ich einfach so ein paar Kakteen und wenn ich mal welche brauche, dann, ja, dann kann ich da einfach drauf zurückgreifen, gucke einfach auf die Seite und wie so ein Merkzettel, ne? Und kann mir dann ein paar Kakteen aussuchen, die ich dann benötige für mein Spread, was auch immer ich gerade male, ne? Also letztendlich ist das einfach so ein, ja, Notizzettel, wenn man so will. Ja, ich habe mir überlegt, neben den verschiedenen Töpfen und den verschiedenen Kakteen kann man die Töpfe auch immer noch so ein bisschen dekorieren. Auch wenn ich das jetzt hier nicht mit Farben fürchterlich ausmalen werde, dennoch dachte ich, ja, es ist ganz schön, wenn man noch so verschiedene Muster auf den Töpfen hat, wie man das eigentlich auch zu Hause hat. Ja, und dann geht es jetzt hier auch schon ans Kolorieren und du siehst, ich nehme wieder den Tombow-Stift und male einfach so ein bisschen rein und dadurch, dass das ja dieser Dual-Brush-Pen ist und so ein bisschen was von einem Aquarellstift hat, ja, gibt das so unterschiedliche Schattierungen, was natürlich schön ist, ne? Weil Pflanzen oder auch Kakteen, die sind ja nicht immer alle gleichfarbig, ne? Deswegen gibt das hier immer so unterschiedliche Farben, das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, und ich mache jetzt gar nicht viele Farben da rein. Ich habe gedacht, ich nehme einfach nur zwei Farben und male dann die Kakteen damit aus oder
einfach so ein bisschen an, ne? Hier und lass auch ganz viel weiß. Das kannst du natürlich im Spread ändern, je nachdem, wie du das gerne möchtest. Ja? Das kann man immer wieder abändern und immer wieder neue Farben für die einzelnen Kakteen, für die einzelnen Töpfe nehmen. Ich habe dir mal in der Infobox hier unterm Video mein Set verlinkt, also mein Tombow-Set. Ja, und das hat unverschämte 108 Farben. Das ist richtig, richtig schön. Das ist natürlich auch nicht ganz günstig, das gebe ich zu. Aber ich dachte, naja, das ist eine Investition, da kann ich viele, viele, viele Jahre wahrscheinlich sogar mitmalen. Und wenn nicht, kann ich immer die einzelnen Stifte nachkaufen. Das fand ich auch ganz klasse. Also die Stifte an sich sind schon mal richtig klasse, also kann man richtig schön was mitmalen. Und man braucht auch dann keine Aquarellfarben mehr. Und Filzstifte, ja, das sind keine Filzstifte, das sind irgendwie doch Aquarellstifte. Und ich kann dann halt noch mit Wasser reingehen, kann die verschiedenen Farben vermischen. Ja, es hat schon seine Vorteile. Du kannst dir die ja mal anschauen. Wie gesagt, unterm Video ist der Link. Da gibt es eine ganze Box mit diesen Tombow-Stiften. Es gibt auch immer kleinere Sets, ja, wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt einfach nur mal so ein paar Herbstfarben oder so ein paar Primärfarben, die gibt es natürlich auch. Aber an und für sich kann man mit diesen Stiften ganz tolle Sachen malen. Und du wirst es jetzt immer wieder in meinen Videos sehen, dass ich diese Tombow-Stifte auch nutze. Falls du jetzt erst einmal das Kakteenmalen üben möchtest, ist das auch kein Problem. Nämlich, ich habe auch unterm Video wieder einen Link zu unserem Shop. Dort musst du das nicht kaufen, keine Sorge. Du kannst dir das kostenlos runterladen und kannst das dann einfach erstmal einmal nutzen, um auszuprobieren, wie man so ein paar Kakteendudel malt. Das ist gar nicht schwer, man muss nur ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Ne? Und deswegen dachte ich, ist dieses Sheet, dieses Doodle-Sheet genau richtig. Und du kannst einfach mal ausprobieren, wie man solche Kakteen malt. Ich habe aber auch noch ein komplettes Set an Stickern oder an Doodles, ja, mit PNG-Dateien, da kannst du Sticker draus machen für dein Bullet Journal oder ja, eben auch einfach ausdrucken, ausschneiden und die in dein Bullet Journal einkleben. Ja, das sind mal 20 verschiedene kleine Kakteen und Pflänzchen im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn dem so ist, freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns einen Daumen nach oben da lässt und vielleicht die kleine Glocke klickst, dann wirst du informiert, wann immer ich ein neues Video hochlade. Das tue ich eigentlich jede Woche. Ja, und dann freue ich mich auf dich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!